Hallo und herzlich willkommen zurück zu mir und meinem Kanal. Heute gibt's mich mal in Farbe und Bunt. Und heute geht's außerdem bei mir um den 27 Dinge Wegwerf-Boogie. Das ist eine Methode von der Fly Lady, mit der man einfach und schnell effektiv ausmisten kann. Wenn dich das Thema interessiert, solltest du dieses Video auf jeden Fall nicht verpassen. Heute gibt es noch eine kleine persönliche Einleitung, bevor es dann weitergeht mit den Videos aus meiner Wohnung. Und ich habe vor allem auch getestet, wo man Bücher am besten weiterverkaufen kann. Also wenn dich diese Themen interessieren, bleib auf jeden Fall dran. Lass mir auch gerne ein Abo da, wenn du neu auf dem Kanal bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Hallo erstmal und ich danke dir fürs Einschalten. Ich möchte mich an erster Stelle dafür bedanken, dass wir jetzt hier schon eine Community sind von 3100 Abonnenten. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, euren Kommentaren, euren Däumchen und dafür, dass ihr das Video teilt. Und ja, also vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch natürlich auch ein gesundes neues Jahr und ich beginne mein Jahr damit, dass ich ausmiste. Es ist einiges wieder zusammengekommen. Und gerade wenn du am Anfang der Fly Lady Methode stehst, solltest du halt auch ausmisten, aber auch so kontinuierlich immer mal wieder. Wenn du Schwierigkeiten hast auszumisten, dann gibt es von der Fly Lady halt den 27 Dinge Wegwerf-Boogie. Und den habe ich jetzt vollzogen und habe euch natürlich auch Sequenzen bei meiner Aktion aufgenommen und möchte die euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da geht es darum, dass du dir den Wecker stellst. Ich stelle mir den Wecker für 5 Minuten und schmeiße 27 Dinge weg. Das ist dir überlassen, ob du da in verschiedene Räume gehst oder ob du nur eine Schublade ausräumst oder einen Raum vornimmst. Also das ist voll und ganz wie immer für dich individuell anzuwenden. Aber auf jeden Fall sollst du dich von mindestens 27 Dingen trennen. Wenn du jetzt natürlich auf 3 Etagen arbeiten möchtest, dann kannst du dir das Zeitfenster natürlich etwas erweitern. Aber meiner Meinung nach sollte es nicht mehr als 15 Minuten sein, weil sonst verliert man schnell den Fokus. Wenn du allgemein Schwierigkeiten hast, dich von Sachen zu trennen, ist das auch nicht so wild. Ausmisten, Ordnung halten, das sind alles Sachen, die muss man wirklich erstmal erlernen. Und auch ich habe anfangs noch viel mehr Schwierigkeiten gehabt und habe sehr an Sachen gehangen und wollte sie einfach aus irgendwelchen Gründen nicht wegwerfen oder abgeben. Aber mittlerweile ist es für mich jedes Mal eine Befreiung. Wenn du dann halt dich von gewissen Sachen nicht trennen kannst, dann ist das nicht wild, setzt dich nicht zu stark unter Druck am Anfang. Es soll ja auch noch ein bisschen Spaß machen. Dann wirst du aber sehen, wenn du kontinuierlich halt diesen 27 Dinge Wegwerf-Boogie vollziehst, dass du irgendwann früher oder später wieder das gleiche Teil in der Hand hast und vielleicht wieder das gleiche Teil in der Hand hast und immer wieder an diesem Ding hängen bleibst und denkst, brauche ich es nicht. Und irgendwie nach dem dritten, vierten, fünften Mal wirst du dann sagen, ach komm, ich hatte das so oft schon in der Hand und habe so oft schon drüber nachgedacht, ob ich es brauche oder nicht. Ich hau's jetzt weg. Deswegen ist es ein kontinuierlicher Prozess. Setz dich nicht unter Druck. Wenn du dich heute von dem einen Teil nicht lösen kannst, dann löse dich von was anderem. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Lass mir gern ein Abo da, einen Daumen hoch, einen Kommentar. Ich nehme euch in diesem Video 5 Tage mit beim 27 Dinge Wegwerf-Boogie, also jeden Tag einen Raum bzw. einen Bereich. Ich habe mir den Wecker für 5 Minuten gestellt, bin zielstrebig in die Küche gegangen und wusste schon, dass ich dort eine Schüssel habe, die eigentlich kaputt ist und wo ich jedes Mal denke, nimmst du sie raus, nimmst du sie nicht raus. Und heute wird sie ja, das Zeitliche segnen. Wie ihr seht, ich habe da auch bestimmt 3, 4 Siebe und eigentlich braucht man da auch nicht so viel, aber ich kann mich heute davon nicht trennen. Das ist bestimmt etwas, was dann beim nächsten oder übernächsten Mal wegkommt. Was mir außerdem noch eingefallen ist, ich habe hier auch noch diesen Topf, der ist auch schon ein bisschen angekratzt, auch der wollte schon lange fort und ich habe ihn immer wieder gehalten, aber ich habe den auch wiederum nicht weiter benutzt und von daher kommt auch dieser Topf weg. Ansonsten habe ich hier eine Schublade, wie man sieht, die ist jetzt auch nicht gerade ordentlich. Es geht ja auch beim 27 Dinge Wegwerf-Boogie nicht ums Ordnen und Sauber machen, sondern es geht tatsächlich vorrangig nur darum, dass wir ausmisten, so schnell wie möglich. In diesem Fall 5 Minuten 27 Dinge. Und deswegen seht bitte nicht auf die unordentlichen Stellen, sondern es geht eigentlich nur um das, was wegkommt. Wie ihr seht, ich habe da eine Zahlenkerze aufgehoben. Ich frage mich, warum? Weil so eine Zahlenkerze benötigt man ja meistens nur einmal, weil man wird ja nicht wieder gleich alt. Und selbst wenn, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine angebrannte Kerze raufmachen. Ich weiß auch nicht, warum. Also auf jeden Fall war das unnütz und kommt weg.
Ich habe auch hier nochmal in diesen Behältern einiges an Kochutensilien weggehauen und man sieht, auch da könnte bestimmt wieder das eine oder andere weg. Aber habe ich heute nicht geschafft, mich von zu trennen. Ich habe ein paar Messer und Salatbesteck rausgenommen, was schon nicht mehr schön aussieht. Und mit den nächsten Malen kommt da bestimmt noch mal was anderes dazu. Außerdem habe ich hier noch eine Kiste. Da sind so alte Nuckel und Milchpumpe, Stillhütchen und so weiter drin. Auch da muss man nicht alles aufbewahren. Also die Stillhütchen sind jetzt schon, denke ich, auch gut durch. Und die würde ich dann gegebenenfalls, sollte doch noch mal ein drittes Kind kommen, neu kaufen, weil auch sowas wird ja mit der Zeit nicht besser. Also die werden ja auch porös, diese Kunststoffgeschichten. Und deswegen habe ich da halt auch was weggehauen. Genauso auch wie hier sieht man wieder, dass ich hier sämtliche Nuckelaufbewahrungsbehälter habe, obwohl mein Kind kaum Nuckel verwendet. Auch die habe ich weggeschmissen. Ich habe mir da zwei Stück aufbewahrt für den Fall, dass ich mal doch was in der Tasche transportieren muss. Aber ich brauche auf jeden Fall keine 10, 12 Nuckelbehälter. Wie ihr seht, da ist einiges zusammengekommen. Das waren tatsächlich 5 Minuten. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren das sogar 30 Teile oder 35 Teile, die ich in der Zeit ausgemistet habe. Und wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich alles Schrott. Also es ist nichts, was man wirklich wiederverwenden kann. Und es war lange an der Zeit und überfällig, dass diese Sachen wegkommen. Und natürlich ist es auch wichtig, wenn man sich das mal vor Augen hält, wie viel man eigentlich doppelt und dreifach hat, dass man auch zukünftig, wenn man Sachen neu anschafft, etwas bewusster einkauft und sich halt auch vor Augen führt, ob man die Sachen wirklich braucht. Ja, am nächsten Tag ging es bei mir im Kinderzimmer weiter. Das war dann auch noch mal eine etwas größere Aktion. Ich habe sämtliche Bücher entsorgt. Das sind schon Bücher, die sind durch die dritte und vierte Hand gegangen. Teilweise waren die schon sehr zerfleddert, also nicht mehr in dem Zustand, in dem man das jetzt hätte noch mal weiter verschenken können. Und halt auch so Kleinkram, Spielzeug, so Spielfiguren aus Überraschungseiern oder von McDonald's etc. habe ich auch weggehauen. Dann habe ich noch Klamotten aussortiert. Das ging auch ganz gut in 5 Minuten. Einen Teil habe ich aussortiert, die vielleicht noch meinem Sohn passen. Der andere Teil kommt dann in die Kleiderspende. Und da waren es auch auf jeden Fall weit über 30 Sachen. Zu guter Letzt bin ich dann noch ans Bücherregal gegangen. Das war an Tag 4. Und da habe ich dann mal die Bücher vorgenommen. Die waren mir auch schon lange ein Dorn im Auge und ich habe ganz viele Bücher auch aus dem Studium und so, die ich einfach nicht brauche und die vor allem auch in der Anschaffung echt teuer waren. Also eins dieser Bücher kostete mal 50, 60 Euro und natürlich sind die dann wiederum zu schade zum Wegschmeißen, aber ich habe halt einen Teil zum Verschenken, einen Teil zum Verkaufen mir vorgestellt. Dazu habe ich mir dann mal zwei Apps runtergeladen. Einmal habe ich mir Rebuy und einmal Momox runtergeladen und wollte gucken, ob ich dann die Bücher gut verkaufen kann dort, weil ja, wurde mir in der Werbung so immer vorgeschlagen. Also gesagt, getan, ich habe mir die App runtergeladen. Eigentlich simples Prinzip, man muss hinten nur den Scanner draufhalten, aber preislich ging das für mich gar nicht. Also ich fand das wirklich schon ein bisschen ja, gegen den Kopf gestoßen, dass ich dafür ein niegelnagelneues Buch 47 Cent vorgeschlagen bekomme. Habe also Rebuy deinstalliert und habe mir dann Momox runtergeladen, in der Hoffnung, dass dort die Preisvorschläge ein bisschen realistischer sind. Also ich wollte jetzt natürlich kein großes Geld dran verdienen, aber zumindest einen Bruchteil davon. Und das nicht unbedingt im Cent. Bereich. Auf jeden Fall habe ich dann das gleiche Buch nochmal gescannt bei Momox und siehe da, ich habe da nochmal 40 Cent weniger dafür bekommen. Also es war schon wirklich bitter. Und dann habe ich das Ganze versucht, über eBay Kleinanzeigen einzustellen. Und da habe ich tatsächlich die besten Angebote bekommen. Ich habe die Sachen halt reingestellt, teilweise zum Verkauf, teilweise zum Verschenken. Und habe ja, ein ganz gutes Angebot bekommen. Also Bücher, die mir eigentlich für unter einem Euro zu Verkauf angeboten wurden bei Momox, habe ich dann letztendlich bei eBay Kleinanzeigen für 9,50 € zum Beispiel verkauft. Ja, der nächste Tag ging dann weiter im Badezimmer. Das ging relativ flott, weil auch da war mir eigentlich jeden Tag bewusst, was davon nicht mehr gebraucht wird. Aber ich habe halt nie die Motivation gefunden oder den Anlass, die Sachen auszumisten oder zu entsorgen. Das ist mir dieses Mal ein bisschen einfacher gefallen, dadurch, dass ich einfach diesen Fokus aufgrund dieses 27 Dinge Wegwerfbuggies vor Augen hatte und natürlich auch die Stoppuhr im Nacken. Das heißt, man macht sich viel weniger Gedanken, brauche ich es nicht.
Die Grundregel lautet auch, du sollst dir zwei Fragen stellen. Liebe ich es? Nein. Und brauche ich es? Nein. Zweimal Nein bedeutet, das Produkt kommt weg. Ja, und so bin ich auf jeden Fall vorgegangen. Ich habe da einiges wegbekommen und du solltest am besten den 27 Dinge Wegwerf-Boogie anfangs täglich anwenden, wenn du noch viel Chaos hast. Wenn es aber schon bei dir etwas ruhiger wird und du jetzt, sagen wir, vielleicht eine große Ausmistaktion hinter dir hast, auch dann kannst du immer noch den 27 Dinge Wegwerf-Boogie integrieren. Dann vielleicht nicht mehr so oft, vielleicht alle 2 Wochen oder einmal im Monat, dass du dann quer durch die Wohnung gehst und dann nochmal Sachen entsorgst, die vielleicht nicht mehr so gut ja, funktionieren oder die vielleicht schon abgeschrammelt sind oder Sachen, die defekt sind und so weiter. Ja, das habe ich auf jeden Fall alles rausbekommen. Das war einiges. Es waren hier auch wieder über 20 Teile, wenn ich mich nicht irre. Über 27 Teile, entschuldige. Und ja, das war es eigentlich auch. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dir vor allem auch ein bisschen den Anreiz gegeben, auch auszumisten und dich etwas befreiter zu fühlen. Wenn ja, vergiss nicht, auf jeden Fall mir noch mal einen Kommentar dazu lassen, wie du das vielleicht handhabst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.